Was ich damit zeigen kann, ist einmal, wenn wir jetzt den einen Würfel die 1 nach oben machen, exakt im selben Moment, wenn das andere da ist, in der andere Würfel auch die 1 nach oben machen. Und was bis jetzt nicht gelöst ist, woher weiß der Würfel das, dass wir hier das verändern? Weil die ja mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen und die müssen ja irgendwie in Verbindung stehen. Und da Lichtgeschwindigkeit die höchste Geschwindigkeit ist, wenn die mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, muss ich zuerst einmal das mindestens zweimal Lichtgeschwindigkeit, dass das im selben Moment passiert. Und wenn jetzt der Udo dabei wäre, der kleine unscheinbare Udo, würde ich sagen, du kleines Dummerchen, wo ist der eine Würfel? Ich glaube, du den da oder 10 Minuten Licht gerade weiter denkst, der ist jetzt hundertprozentig hier. Und wo ist der andere Würfel? Wenn du dir da hinsetzt, der ist auch hier. Und die Würfel, die du dir denkst, die werden das machen, was du dir denkst. Und das, was du dir denkst, ist wieder das, was du geistlos nachhast, weil du das beim Kind nicht verstanden hast. Das ist lustig. Ich möchte was. Was möchtest du? Die Geschichte von vorher mit dem Eis. Ich möchte dir ein bisschen weiterkommen. Warum höre ich jetzt diese Geschichte? Was sagt die mir? Da ist jemand, der einem einen Regeln auferlegt, weil er einen anderen schützen möchte. Das ist jetzt das, was ich als Geschichte nehme. So. Und das bin ja ich. Mit meinem Charakter geht mir das ja genauso, dass ich auch wieder Regeln erstelle, um irgendeinen zu schützen. Deswegen diese Geschichte. Wie definierst du schützen? Wie definierst du schützen? Das, ja, was du genau nicht willst, was man dir was ich nicht, genau das. Warum mache ich das? Schütze auffangen. Das große Problem ist, dass das eigentlich mal schützenswert ist, aber was viel wichtiger ist, schützen als du und sich. Und ich gehe jetzt ins absolute Extrem, hast du am Leben halten wollen. Ja. Du kannst dich nicht. Das Einzige, was ewig ist, ist der Geist, der sich denkt, der hält immer gleich. Und jeden Gedanken, den du denkst, der ist, wenn du ihn denkst, und der wird mit nächsten Gedanken zerstört. Das ist das Unformen der Gnede. Und jetzt merkst du die Gleichzeitigkeit, sobald ich die Gnede verändere, ich sage, das ist jetzt ein Pferd und ich mache ein kleines Auto draus. Du hast den Fokus immer bloß auf das, was kommt. Jetzt pass auf, jetzt schau mal bitte den Heiko an. Wie gesagt, schau den Heiko an, hol den Heiko auf deine Verabrede. Mhm. So, jetzt war jetzt nicht, dass du den Udo zerstörst. Bleib bei ihm. Was jetzt viel interessanter ist, bei dem Umformungsvorgang. Jetzt kannst du mit Feinstoff, ich will den Udo noch denken, und das ist auch möglich, das sage ich wieder. Du hast, pass auf, gehört, du hast dieses Bild auf der Verabrede, und in dem Moment, wo ich ein neues Bild in dir auftauchen lasse, du baue mir die vier Phasen, das ist die zwei und drei. Du hast das Bild auf der Verabredung, jetzt lasse ich ein neues Bild in dir auftauchen. Und du fokussierst dich immer noch auf das, was auftaucht. Und in dem Moment, wo das neue Bild da ist, der Heiko, kannst du im selben Moment, fangst du dir sagen, vorher habe ich den Udo auf der Verabredung. Es ist nie was vorher oder nachher auf der Verabredung, es ist jetzt da. Das ist das, da brauchst du dann vier Phasen zum Zucker. Was aber noch viel interessanter ist, dass dein Fokus, das ist mein Zeitungsbeispiel in der Zeitung, du brauchst das mit dem Sport. Das hat wirklich viel. Du hast den Teilen zu kriegen, du fährst rüber, dann wirst du feststellen, wenn du sehr wach bist, beobachtest, dass du nur den Artikel anschaust und ihn wieder positiv oder negativ anzeigen reagierst. Und das sind jetzt viele, viele andere Artikel, die musst du ja für einen Moment muss er da was da sein, der sagt, das interessiert mich nicht. Aber das funktioniert nicht so, damit du glaubst, dass die da außen sind. In Wirklichkeit sind die gar nicht da, weil das die hundertprozentig nicht auffällt. Ich nochmal. Mich anschauen und jetzt tun wir dein Veraltungsbild umtauschen und schauen Heiko um. Schauen Heiko um. Ende des Bild. Jetzt haben wir das Bild austauscht. Was du nicht gemerkt hast, dass du eine Zeit lang dumm gesehen hast. Der war aber nicht da, weil in Ruhe, die außen sind gar nicht. Jetzt taucht ihm viel nur auf, wo du sagst, positiv oder negativ. Das ist jetzt sehr grob, aber ich habe das im Film selbst gestellt, sehr genau. Nur eben von dem, was hier ist, bin sofort wieder knüpfen kann. Wo du viele schreibst dir nicht vor, was du glauben sollst, sondern nur eben von dem, was ist. Wir schauen an, was ist. Und da wirst du irgendwann mal akzeptieren, dass Gedanken von dir so sind, wie du sie denkst, aber immer nur dann, wenn du sie denkst, und sie sind hier und jetzt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Habe ich so oft bisher egal, Seiten, alles gleichzeitig. Auch übrigens viele Leute.
und ist alles erlebt, alles. Ich kann von euch nur einen einzigen mitnehmen. Das ist der, der uns jetzt ausdenkt. Das ist der von Bilderdekor. Das bist du, weil du ich bist. Und erleben, dass du erst was, Computer, erleben, dass du erst was, wenn du einen ganz speziellen Arbeitsspeicher, einen Chat und Chat, Bilder schaust, die existieren immer nur, wenn sie wahrgenommen werden. Da kriegst du eine Herausdrehung, indem, wenn du dieses Video ganz anschaust, ein Stück weiter vorne, bringe ich genau dieses Beispiel, wir skypen jetzt. Jetzt in dem Moment, wo ich das Wort Skype das zum Redner ausspreche, existiert das Programm Skype und das Internet in dir. Das Internet, das erlebt erst, wenn du an das Internet denkst, es kommt eins immer an, der Skype ist ja Teil vom Internet, wir brauchen das Internet. Es ist erst das Internet, auch wenn du ans Internet denkst und das Programm Skype ist erst, wenn wir das Programm Skype ansprechen. Jetzt sagt deine Logik, ja, wir können ja nicht skypen, wenn das nicht da wäre. Ich sage, ja, es ist ja da, das bezweifle keiner, aber rot. In dem Kontinuum existiert das erst, wenn du es denkst. Da ist alles immer gleichzeitig. Aber existiert nur das, was du rausgelegt hast. Das ist der Schritt zwischen Rot und Blau. Jetzt muss ich aber eine Pause machen. Danke. Das heißt, die Moral, was am Weg man haben soll, wenn du immer wieder sagst, Überlebensangst, ja. Nur der Satz, einen einzigen Satz, wenn du wirklich verstanden hast. Ich sage vom Zeugen bis zum Kreis. Du lebst in dem Land, dass du glaubst, das bist immer du. Du bist der, der sich das andenkt und dein Zeugen ist ein anderer, wenn du ihn denkst. Und dein letztes Körper ist erst ein anderer, wenn du ihn denkst. Wie alles, was du denkst, denken, die Ex-Body-Mende. Der Naturwissenschaft, Ex heißt heraustreten, Body heißt um dich herum. Und Mentio heißt, sich etwas überlegen, du bist immer. Sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das sind die Experimente, das sind nur Lügen. Und die sitzen, wenn die Makro- oder Mikrokosmos machen, vor Computern, und dann machen sie alles, was Berechnungen sind. Ein Computer kann nur das auf dem Bildschirm anzeigen, was auf der Datei ist. Das heißt, die geben Vorstellungen, reine Handwitzereien als Computerprogramm ein, der zwangsläufig dann diese Bilder auf dem Monitor erzeugt, die sie vorher meinen, sie haben was entdeckt. Aber es ist immer zuerst das Wissen doch. Mein Gimli-Beispiel, so unendlich tausendfach gehe ich da drauf ein. Es ist nicht, wenn du jetzt Stimmen hast, dass das drüben meine Lieben. Man wird eigentlich die ganze Zeit glauben. Wenn ich immer Sachen mehr außen finden, so auf Kleinfeld-Video, altes Filmstall, der Filmstall, wir sitzen im Garten, Hubert, glaube ich, hat das aufgenommen. Dann sitze ich am Tisch. Und dann erzähle ich was. Und dann sage ich, glaube ich, mit dem Beet, ich weiß es nochmal. Und dann sage ich, ja, pass auf. Ich zeige dir jetzt nochmal was. Ich bin ein Zauberer. Und dann mache ich schnipp. Und jetzt zwitschert. Und da war ein Vogel zwitschert um uns herum ohne Ende. Und wenn du das erste Mal hörst, gar nicht gehst, ich habe viele angerufen, habe gesagt, ich habe das Video zurückgespielt. Das war die ganze Zeit noch. Ich habe zurückgeholt, weil ich merke, das hat erst in dem Moment am Zwitschern angefangen, wo der Junge sagt, das Zwitschern. Und dann macht sie deine Vergangenheit. Es ist immer alles gleichzeitig da. Was existiert, kann man jetzt existieren, das kann man jetzt verschwinden. Und es gibt dabei einen einzigen, das ist der, den ich das erzähle. Das ist dabei überhaupt nicht verändert. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Erinnert dich, wie hat unser erstes Gespräch? Wie hat vor 2 Jahren oder was. Mhm. Und sitzt da und sagt, er ist aus Syrien, was hat das da für dir? Ich kenne von Syrien nochmal für die. Ich kenne aus Syrien, kenne ich 2 Sichtweisen. Ich kenne das nur vom Hörensagen. Ich kenne ein Syrien, wo die Menschen gesagt haben, geistert sind und stolz sind auf den König. Das einzige, Syrien, das einzige Land der Welt, wo Moslems und Christen vollkommen im Frieden, in der normalen Bevölkerung, jetzt mit den ganzen Auf und Abs, nebeneinander herleben und dann einverständlich mit uns im Weißen Moment in die Katholiken und die Protestanten. Die miteinander Feste feiern, die Katholiken und Protestanten, was die Kirche genauso in Syrien. Das einzige Land war in den ganz anderen muslimischen Ländern, die Christen gekämpft haben. Und dann ist jetzt hier dieser böse Satan, den kenne ich auch, das Schlimme und die Böse, das kenne ich alles nur auf dem Fernsehen. Das sind 2 Seiten. Und ich kenne es nur vom Hörsaal. Ganz sicher nicht, habe ich es nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, das sind jetzt 2 Welten.
Die Türkenseite und die Türkenseite. Das ist beides richtig, das ist die Menschheit. So, dann habe ich das erste Mal rumgezogen und gesagt, ja, ich weiß nicht, was für eine Vergangenheit du jetzt erlebt hast, wie du dich gewinnen hast, die ist auf Mühlen, ob du den guten Sabern kennst oder den bösen Sabern. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Hättest du an das Programm, wäre es anders los. Du hast nur eins dieser beiden Möglichkeiten, seine persönliche Vergangenheit. Aber ich kann dir welche bringen, die was anderes behaupten in ihrem Raum, und dann ging die Strahle leider los, wenn ich es aufeinander treffen lasse. Dein Mann, also was du dir denkst, deine Vergangenheit, was von dir ist, lass mal auf das Wissen, was du hast. Du lebst immer noch in dem Raum, dass du meinst, im Laufe der Zeit hat sich das, mein Schwammbeispiel ist ein chronologisches Beispiel, und das Problem ist, es gibt keine chronologische Zeit. Es gibt ein Kontinuum, und im letzten Anschluss soll jeder Moment etwas zerstört und wieder aufgebaut werden. Du kannst kein Kindchen werden, wenn kein Säugling mehr da ist. Solange es Säugling da ist, kannst du nicht mehr werden. Also was macht dir Angst? Und solange du ein Hütchen bist, wirst du niemals heiraten, weil Hütchen mit Röntgen heiraten. Außer du lebst in diesem Röntgen, wo man das macht. Habe ich gehört. Möchtest du immer wieder, habe ich gehört. Und dann kommt ein Problem, das funktioniert gut, solange ein Mensch, weil du das im Bund bist, nicht mehr verändern. Du bist bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der sich fährt, mit den Affen verwechseln, der sich aussieht und sagt, das bin ich und alle anderen Affen bin ich nicht. Du bist alle Affen und keiner davon. Das Meer, der immer ist, ist alles eine Welt, aber wenn jetzt wieder in Brief und der anderen bin ich nicht. Das sind ganz einfache Holofilm-Feste. Holofilm ist doch kindgerecht so einfach, dass komplizierte und geistlose Affen das nicht aufziehen können. Und auch die Physik, egal was du machst, was soll man nie haben, dass was nicht richtig bleibt. Und auch richtig, aber nur ein bisschen. Wir setzen es alles vollkommen neu zusammen. Und jetzt noch mal ein letzter Satz. Holofeeling mit der Vordersprache, da müssen wir die Weise haben. Ich betone in sehr vielen Selbstgesprächen, hör auf, das lernen zu wollen, weil du meinst, ich bringe dir was. Das ist Kaufmannsdenken, fällt auf die Schnauze. Du musst dich zuerst mal in eine Ruhe bringen, wo ich sage, mach dich nicht verrückt, du musst keine Wörter aufhören, ich kann ja gar nichts. Irgendwann hast du die Reife, dass dich das interessiert. Und solange das nicht der Fall ist, dass du im tiefsten Innern brennst, nicht weil du irgendwann, du musst es wissen, um dich zu retten, dann funktioniert es nicht. Sondern dass du das, was du in deinem jetzigen Leben zu lernen hast. Also im jeden Leben kannst du was anderes. Und wo ich meine, ich rede es, ich erzähle es nur einzeln. Du bist der Heiko genauso wie der Wirt und der Stefan und Steffen und bla 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 bla. Stefan. Das will ich jetzt aus. Ich weiß nicht, ob das Zünder das Lied verdeckt ist, weil ich mich nicht jetzt ausgehe. Weil die Dame, die ich mir denke, von mir ins Mittel, wer es möglich ist, der mich jetzt ausgehe. Und der kann ich ihn erfinden, das darf auch noch der Steffen sein, das soll ich eine andere Größe. Und sagen, Mann, diese Rolle spielen. Das ist das, was wir seit 20 Jahren wiederholen. Und du vergisst es immer und immer wieder, immer und immer wieder. Das ist das Ego, das ist so unendlich hartnäckig. Und ich mache dein Leben, dein jetziges Leben ausgeschneidet. Jedes Leben, ob du ein Mann oder Frau bist, ist vollkommen gleichwertig. Geist ist nicht quer. Und dann doch wieder irgendwie alles. Und das ist jetzt so ein Tiefstand. Ich sage, die letzten 200 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, haben sie vollkommen mit der Naturwissenschaft und der Evolution, hat zur vollkommenen Verblödung deines Geistes geführt. Hast du übrigens anscheinend, es ist bloß immer wieder sitzen kann. In der Klasse. Und das geht, lass es einfach geschehen, spiel eine Rolle, wie ein Schauspieler. Du musst es nicht verändern. Aber werde der, der sagt, was ist. Und dann weißt du das, was ich dir lernen kann. Das wird immer klarer dann. Und glaube, dass diese zwei Selbstgespräche von dem Film, die wir herausgestellt haben, hier in der unterfüllten Seite vom Auto. Der Auto. Ich habe noch nie gesehen, irgendwann einmal, ich habe mir den Farmer geskypt, der liegt mir eine Zeit, der ist abgegeben. Dieser Arthur, der hat irgendwann einmal vor, jetzt, mit angerufen, hier und der war, das ist sein Hobby, seine ganze Leidenschaft, war psychedelische Drogen. Hat er voll mein Zettel, ich denke, war nur Bewusstseins, wirklich mein Zettel, hat die Lüge sich wegmachen, Bewusstseins erweitert die Droge. Wenn Sie gerade in der Szene auskennen, sind Sie wie LSD und so weiter und so fort,
sagte, da gibt es nichts, was du ausprobiert hast, was das ganze Zeug. Und er wollte mir erklären, dass das Bewusstsein dabei ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, Arno, das war unser erstes Gespräch, habe ich gesagt, das ist ein Riesenverkehr. Das Einzige, was dir das zeigt, dass in deinem Kopf vollkommen neue Realitäten aufgebaut werden können, war Brühe, abhängig von einem Programm, das du dir aber nicht voraussuchen kannst. Ich weiß schon, wann Bernhard Roos, alte Hubi-Film, ich kenne das noch, der am Anfang vor vielen Jahren, vor 25 Jahren in der Szene hin war, der hat eine große Computerfirma gehabt. Der war auch voll LSD-abhängig. Und er sagt, Udo, der sitzt du vor einem Spaghetti, du haust mir die LSD rein. Und dann werden diese Spaghetti dann so Schlangen und die krabbeln mit dem Tisch und es ist hundertprozentig real. Das macht der LSD. Das, was dir das zeigt, der Ausdruck, dass die Realität, wenn ich sage, es kann ja alles in dir drin sein. In dir drin sein muss sowieso. Das sage ich tausendmal, es muss ja deine Information sein. Aber was ist in mir drin? In dem Kopf, den du dir ausdrückst, der gar nicht existiert, wenn du mich daran denkst. Und da wird jeder Mensch sagen, was ist das für ein Idiot? Mich wird es ja gar nicht geben, wenn es meinen Kopf und mein Gehirn gibt. Merkst du, das ist ein Minimum Beispiel. Erst der Geist, der sich im Kopf ausdenkt, oder der Kopf, in dem ein Geist drin ist. Es wird so sein, wie du glaubst, dass das nicht, was kannst du überprüfen. Dann ja, mein Winkel zum Beispiel. Ich höre was und ich sage, das sind Flügel, das sind Köckendrücke. Die ist gar nicht bewusst. Ja, die ist auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Weil der Schall, wenn ich mich reingehe, höre ich das. Ich sage, nein, du träumst jetzt, es kommt ein Geräusch, ein Wort. Und weil dieses Geräusch in dir auftaucht, macht dein Programm die Vorstellung von einem Vogel oder von einer Köckendrücke, die du dann übrigens auch, man achte auf die vorherigen Sätze im Jetzt, die du auch auf die Verabrede holen kannst, wenn du das sehen willst. Aber an die du überhaupt nicht denkst, die gar nicht existiert, wenn du der Rechtsauflösung nicht da ist. Stimmt oder stimmt? Auf einem Selbstgespräch habe ich gesagt, dann nimmst du es an deinem Kopf. Du denkst dann an deinem Kopf, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn dir was wehtut, wenn die Frisur nicht passt. Es ist eigentlich, wenn du an deinem Kopf denkst, ist irgendwas mit mir in Ordnung. Außer du bist Narzisst und sagst, das ist nicht verständlich. Und wenn du jetzt dann bewunderst, dein Spiel, dann meinst du, das bist du. Nein, du bist der, der sich plötzlich ausdenkt. Ist das schwer zu verstehen? Nur für Geist, das ist das Normalste. Und für einen, der kein Geist ist, der kann es sowieso nicht verstehen. Ein Gedanke wird nie was verstehen. Und ich muss ihn auch kurz machen und dann, ich habe zwei, drei Mal damit ihn gespielt, die letzten 15 Jahre oder was. Kein Kontakt. Das ist wieder Heiko, habe ich den Heiko gesagt. Heiko, du hast was angefangen, auch beim Heiko, du warst unser erstes Fliegenstall. Geile, geile Sachen, wo du da gesungen hast, die Fliegenstall-Vorträge. Ist alles gelaufen. Da habe ich auch gesagt, der hat schon gute Fliegenbücher gesammelt. 10 Jahre später hat er mich das erste Mal gesehen. Aus dem Auge ist jetzt einfach. Du weißt, was ich meine. Beim Auto ist es dasselbe in Grün. Du Geist, weißt jetzt, dass irgendwann einmal hier zeichnen müssen, dass ich dich benutze. Jetzt benutze ich weder die Jahre Autos. Wir nehmen uns jetzt etwas zurück, machen wir mehr, irgendwann müssen wir uns auf das alte Ruhepflaster begeben. Und es wird nie aufhören, dein Denken wird nie aufhören. Du wirst für diese Endlosschleife, Heiko oder sie hat niemals verlassen. Du musst es durchschauen und dann lässt du es einfach geschehen. Und sobald du anfängst, irgendwas festzuhalten, wie du tut sich das, das verschleißt du auch, vom Säugling bis zum Kreis. Und du wirst die absolute Auflösung nicht verhindern können. Und dann doch wieder, weil das eine einseitige Aussage ist, du wirst es tausende Jahre immer wieder täglich bis das Moment erleben, weil du das eben wiederholst, wie in einer Schulklasse, wo du das ziemlich da weißt. Beim Esther, wo ich immer wieder sage, lebe dein Leben, geh mit deinen Freunden weg. Und du wirst nicht leben, halte den Mund, erzähl, du musst dir den aufklären, du musst einfach was sein, aber dein Leben genauso leben. Und wenn man dann redet, sagt man, Gott sei Dank, bin mal jetzt ganz einfach hier in der Seele. Mit der Oma. Erzähl den Grimm. Du wirst auch so alt, wie du, wenn es so sein soll, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, ich vielleicht mit 30 ein. Dann sage ich, das ist ja Hochbegabte, die lasse ich ganz so lässlich und lassen überspringen. Ich habe das in meiner Möglichkeit. Am Arthur, der hat sich auch etwas verändert. Für ihn war es höchstens sich tut für Träume und kindliche Traumwelten abzusingen, indem er sich irgendwie Blitze oder irgendwie eine LSD reinschmeißt. Weißt du, was er mir beim letzten Gespräch gesagt hat, was mittlerweile für ihn das Höchste ist, wenn er sich hinsetzt und er liest laut als Aufnahme die Schattenfrau. Sagt er, du stehst total kitzel. Kick her, und du liest ab mit dem Blitze. Jetzt weißt du, was Bewusstsein ist.
So, du kannst ein Ding noch. Ja. Und bei Hubefilmen, was passiert jetzt mit der Vatersprache? Das sage ich immer wieder, du hast eine Seite vor dir. Wir bleiben, es können auch Worte von einem Nachrichtensprecher sein, wir bleiben auf einfach eine Buchseite, eine Nachrichtenseite. Die hast du vor dir. Dann belastest du das, du sprichst, habe ich so oft gesagt, und man baut sich in dir eine Außenwelt auf. Eine Ukraine-Krise, jede Politiker oder gute Politiker, egal was du aufbaust, mit einem anderen Programm machst du aus dieselben Worte komplett, hast du mal immer noch einen Putin, einen Politiker, aber du verschiebst schon plötzlich mit einem anderen Programm die Schwerungen von wichtigen Verkehren von Gut und Böse. Der, der sich denkt, hat die Welt, die er sich ausdenkt. Aber jetzt kommt Hugo Fehling. Was habe ich gestern gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Es gibt die zwei Möglichkeiten. Ich lasse es halb fünf und halb wieder. Rechts oder links, das ist doof. Es sind zwei Seiten, wo noch 4, 8, 16 noch unendlich andere Möglichkeiten sind. Mein Beispiel zeichne ich da drauf mit der. Der Normal sagt, das geht nicht. Das ist 100 natürlich. Und zeige ich dir den kleinen Trick, dass du sagst, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Nicht, es geht nicht, sondern es gibt sogar deutlich verschiedene Möglichkeiten, was du machst. Der eine sagt, das ist halb voll, der andere sagt, das ist halb leer. Optimist, Pessimist, wir haben viele Menschen sagen, wir nutzen zur Zeit von 100% Möglichkeit bis 50%. Das ist einmal nicht der Rolle. Meinst du das? Wir haben jetzt noch nicht alles durchrastet, was noch alles möglich ist. Und jetzt passiert bei Holofilm, das waren jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Die einen denken sich zwar, sage ich jetzt mit einem Deutschverständnis, am Zeitungsartikel auch ein Russland aus, ein Nord aus, aber wer jetzt die Guten und die Bösen sind und was richtig und verkehrt ist, ist komplett, obwohl alle denselben Zeitungsartikel anschauen. Und das kann ich mir viel mehr auf Bühne. Das ist wirklich die Möglichkeit. Du machst aus dem selben Text was vollkommen Neues. Dass plötzlich die Worte in einen komplett anderen Bereich reinrutschen, weil in deiner Traumwelt alles, was du siehst, bloß Symbole sind. Und das sind alle des Kaisers neuen Kleider. Ihr Menschen, ich zitiere einen Jesus, der außen verliebt, glaubt, die Schädel aus dem Familien nicht kennt. Hast du jemals am Putin gesehen, du siehst Spitzenmännchen oder den Namen Putin oder Papier, das wird Farbe durchsetzen. Hast du schon mal einen Putin gesehen? Jetzt können wir uns natürlich welche ausdenken, die den Putin schon gesehen haben, aber auch die existieren bloß dann, wenn du es meine Kiste, wenn du sie denkst und wir werden es dann gesehen haben. Ja, die Astronauten von oben haben das Gerät gesehen. Ich habe das mal gelesen. Hast du schon mal einen Astronauten gesehen? Hast du schon mal einen Astronauten gesprochen? Selbst wenn der Auftrag dir das erzählt, was du dir denkst, aufgrund deiner Leben, dass du das da oben gesehen hast. Es kann ein Gedanke, den du denkst, meine Kiste nicht anders sein, wie du dir denkst. Du stehst hierarchisch vor allem, was überhaupt existiert. Der eine, der ich das erzähle, ist der Einzige, den ich handle. Und vergesst auch nur einen Haufen Hoffnung, dass irgendeiner von diesen Affen, die du jetzt in die Hölle ausdenkst, überleben kann. Das tut im ersten Moment weh und so unendlich negativ als diese Botschaft ist. Für die eine Schale, die Russen und die andere auch groß, dass das irgendwann einmal für dich das Normalste der Welt. Dass jede Kleinigkeit, wenn du schaust, die Worte, wo ich noch anspreche, das ist ein Nichts, glaube ich mir, mein 400-Seiten-Buch, ich wiederhole jetzt immer, dass man spricht, wenn du meinst, dass du etwas durchanalysierst, wenn du die Welt wirklich kennst, kannst du komplett andere Sachen machen, die du in den Künsten träumen. Heute Morgen plus habe ich wieder mein Zurück eingestellt, mein Flomega. Das ist, da bin ich jetzt nur ein Wort, wenn man wirklich anfangen, wenn du den Grundlagen hast. Und wenn das einmal da ist, was du eine Zauberwelt, jetzt muss ich wieder den Wendel schauen, wenn ich jetzt mit meinem Holger und mit der Natte unterwegs bin, dass wir nur spazieren gehen oder Städte anschauen. Die Nacht mittlerweile, es ist eine komplett neue Welt. Ich mache ein Beispiel, wir gehen doch allein. Und dann steht ein Sammeln aus. Das ist jetzt nicht in dieser Stadt, wir fangen das Städtchen an. Und dann sage ich, schau mal, Natte, da ist ein Friseur da. Und das ist ein Sammeln. Das ist ein Schlimmes. Wir gehen 2,5 Kilometer durch allein. Nadja kann jetzt von göttlichen Hüfte der heute übrigens auch in ihrem Traum, vielleicht was weiß der Udo dabei war, 5 Häuser weit ist mit der Friseur laufen. Dann sage ich, schau mal, der Typ, ich schwör bei Gott, kann jetzt der Holger auch sagen, die Nadja, ich schwör bei Gott, vollkommen real, das ganze Erlangen in 2,5 Kilometer, fast jede Töne ist, ich sag, war Friseur laufen, das war nicht da. Es war nur Friseur laufen, kannst du das da auch überhaupt nicht mehr Ich kann man mehr sagen, Wappenheim ist nur noch ein Video, wenn man durchlaufen. Es ist einfach
Es ist zu viel. Lass es einfach zu. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist aber das Training. Jetzt für dich ist es nur wieder ein wenig viel. Und jetzt, ich will auch. Ich will auch. Ich sag, du kriegst das alles, aber halt einfach zuerst einmal meine Gebote. Erstes Gebot, abgekämpft von Gott. Wie oft erkläre ich dir, du, den ich das jetzt erzähle, du bist ein Gott. Und du bist verantwortlich und nicht verantwortlich. Das ist allererste. Wir brauchen die Heiligkeit. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Moment, wo du was denkst, und du denkst jeden Moment, morgen, das, was du jetzt um dich herum ausdenkst, scheint mir zu fehlen, obwohl es deine Information ist. Egal, was du jetzt denkst, es ist hier und jetzt in deinem Kopf und es steht in dem Moment, wo du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Auch wenn du an eine Maschine denkst, wie die Maschine funktioniert, wie der Motor funktioniert. Du kannst jetzt an einen Computer denken, dann denkst du mir vielleicht, ich weiß nicht, wie der funktioniert. Das wird immer genau so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dieser Satz, mein Tierkäfig-Beispiel, ich sage zu dir, es wird immer genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Und du lebst in dem Raum, dass du sagst, es ist so und dann glaube ich es. Ich wiederhole, wenn ich jetzt einen Stein, ich schmeiße ihn mit voller Windschutzscheibe, dann macht das Blöden und ich zerstöre. Kannst du ausprobieren. Es ist so, wie ich sage, dass es ist. Und ich sage jetzt zu dir, warum? Ja, weil es aus Naturgesetze gibt. Das ist die Kette, die du Geist was nachhörst. Du bist aber im Programmierbefestigt, die Naturgesetze kann man dann wegfeilen, das muss das Programm feilen. Das kannst du nur mit Oberflächen. Und ein Programm, dieses Programm, wird niemals irgendeine Studie von dem Programm aufgeschlossen verfeilen können. Sondern von dem, dass ich das Programm ausgehe. Der kann selber nicht mehr Erscheinung bringen. Und wenn jetzt einer sagt, der das nicht so weit einmal durch ist, jetzt ist es für ein Neun, du Mädchen. Es ist so, weil du es glaubst. Ich finde dein Programm auf. Und es ist nicht dein Programm, es ist das Geschwätz, das ist mein Führerscheinprüfungsprogramm. Und du musst auch das keinen erzählen, das wird eh keiner verstehen, wie du dich aussetzt. Deswegen geht es seit Jahren, dass ich sage, ich erzähle es dem, der mich ausdenkt. Niemals irgendeiner verdenken kann oder verdenken kann, sein und nicht erklären, was Ewigkeit ist. Und schluss jetzt. Tschüss, Faust. Danke. Viel Spaß. Zwei. Ich vergesse, dass der Odo nicht sprechen kann. Die ganze Zeit vergesse ich das. Und dann denke ich mir wieder an Holger aus, wenn mich daran erinnert. Mensch, der kann doch nicht sprechen. Und das ist wichtig, dass ich sage, mit meinen Morgen, die fühlt sich am meisten ab, Gott sei Dank, was eine Sorge, die sind jetzt die Hülle auf Erden. Die hat es mir noch nicht verboten. Lass uns mal bitte rausgehen. Ja, nein, das geht, wenn ich mehr geht, wird es besser, aber das ist immer wieder, sonst gehen wieder bezahlen. Ne? Ich glaube, ich muss, wenn es nicht was Liebe ist, habt ihr keine Vorstellung, was ich auf mich nehme, um besser zu erklären. Schon die Tatsache, dass ich mich in einem Raum inkarnieren kann. Das ist immer, das ist ein Reinakt von Liebe. Ohne, und wie gesagt, die meisten, die ich hier schon kennen, mich sowieso seit vielen Jahren. Zumindest immer wieder mal, dass ich auftauche. Aber dann so, ich weiß nicht, die Erde ist beim Heugler oder bei einer Latte, die mich fast von morgens bis abends haben, wenn wir unterwegs sind, du lebst in einer Wunderwelt. Ist das nett? Du hast, aber es geht immer wieder, du musst aufhören, irgendwas nicht zu wollen. Das heißt, das Erste, was du anfängst, deswegen. Für dieses hohe Fliegerode, Liebe ist einfach. Mein Roman, den wir schreiben, also, wenn du eine Geschichte dir ausdenkst, der Autor, der Zeichnerin, Geber auf, dass ich die Geschichte mir einfangen lasse. Und jetzt sollen wir zuerst einmal fürs Liebe lernen. Dogmen, Grimmis, Horrorfilme, Liebesgeschichten, alles mögliche Komödien. Da haben wir verschiedene Charaktere. Und ihr lebt ja fast, indem wir die aufschreiben. Und dann musst du wissen, wenn du fertig bist und dieser Geil bist, egal in welchem Couleur, dann wirst du nicht einen dieser Charaktere verändern. Es gibt zum Beispiel Geschichten, wo die Verbrecher die Guten sind. Die haben Kinder von 9-11 zum Beispiel. Das sind bei den Schiffen die Verbrecher und dann mit der Polizei. Ja. Hannibal Lecter, erwähne ich so oft, ein genialer Charakter. Kann man sowas mögen, kann man das gut halten? Das sind wir noch nicht. Das Übelste, du hast zurzeit nur noch auf beiden Seiten unendlich viele Rechthaber und Moralisten. Wieso muss ich das noch ansehen? Wenn freie Presse ist,
Und ich sage immer wieder, es ist komplex, es wiederholt sich. Gestern auf dem Video drauf, wenn ich sage, wir machen eine Welle, ich muss mal kurz festhalten, heute jetzt ist wirklich Schluss. Wir machen eine Welle, dann probieren wir das chronologische Denken. Im Einheitsglas, das größte Problem der Physik ist, dass wir die Wurzel nicht verstanden haben. Die Wurzel ist nicht nacheinander hell dunkel, sondern gleichzeitig und es verschwindet auch gleichzeitig. Es gibt kein Hell ohne Dunkel, es gibt kein Grün ohne Frieden. Und beides ist gleich wichtig. Was ist besser, Frau und Bauer? Jetzt sage ich das. Wenn du das verstanden hättest, hättest du überhaupt keine Probleme mehr. Jetzt kommt der Schatten. Ja, überhaupt keine Schatten. Das ist diese Sätze, nur einen einzigen Satz, den du da verstehst. Das ist alles dunkel. Du vergisst es mit einem absoluten Dummerlein. Egal, wer du jetzt zu trinken hast, du bist keinen Fleisch bist. Bis auf ganz wenige. Dieses Spiel ist Vor- und Nachher. Und jetzt mache ich zum letzten, gestern schon gesagt, wir denken uns jetzt ein Vorher und Nachher, was gleichzeitig ist, so wie hell und dunkel bei meiner Erdkugel. Wir denken uns jetzt ein Deutschland und das rein alle Ausländer raus. Und die Nazis sind die Guten. Und im selben Moment entsteht ein Hintergrund, ein diatosisches Negativ in Deutschland, wo alle kleinen Ausländer rein und die Nazis sind die Guten. Das sind die vier Phasen im Einheitsglas. Das ist kein Zufall. Dass zurzeit nur noch Lüge ist in der Presse, ich habe ganz kurz, vielleicht am Rande, wenn der Nachrichten schaut, wirklich dieser große Fauxpas, Nachrichten, ZDF, Tagesschau und ZDF, heute, Wetterbericht, was ich die Daten in Sizilien, in Spanien und so weiter, 45 Grad, 48 Grad, alles knallrot, alles geht kaputt. Das haben die in den Nachrichten gebracht. Haben aber nicht dazu gesagt, dass sie die Bodentemperaturen messen wollen. Das sind die Bodentemperaturen. 48 Grad Bodentemperatur. Im selben Zeitpunkt war die Lufttemperatur in Sizilien 2 Grad niedriger, 32 Grad wie in München. Panik, Panik, Panik. Ich erzähle es meiner Frau, ich sage die Nachrichten ein, es kommt ein neuer Bericht. Das haben sie dann übrigens korrigieren müssen, das haben sie halt einfach vergessen. Übrigens auch alle deutsche Tageszeitungen gibt es mittlerweile Videos. Alle deutsche Tageszeitungen haben das übernommen, ohne zu erwähnen, dass diese Bodentemperatur, die halt einmal barfuß auf dem Acker oder was auch auf einer Gelbstraße mit 30 Grad und dann ist es 40, 50 Grad. Wer macht das? Wer ist da dran schuld? Da muss doch, jetzt kommen die Illuminaten, die Reichen, was du dir auch immer denkst, erst danach. Du! Du bist der, der das dran und ich bin dran schuld, weil ich mir das dran lasse, weil ich deinen Führerscheinprüfungsbogen werde. Das ist nicht so voller Fehler. Du sollst doch mal selber zum Denken anfangen. Und dann, das ist rum, gestern, die und jetzt gedacht, neuer Wetterbericht, absolut brennt da und da, alles fängt zu brennen. Das ist doch, wenn ich nicht ein bisschen besser, denke ich mir jetzt als großer Google, bin auf dieser Programm, pass auf, das nächste Geheimnis. Diese unendliche Zunahme von Waldbränden, überall in Griechenland, überall Massenbrände. Es ist ein ganz einfaches Ding, du solltest wissen, das ist auch kein Witz. Physikalisch hundertprozentig sicher, es ist noch niemals auf dieser Erdkugel irgendein Waldbrand durch die Sonne oder sonst was ausgelöst worden. Es war trockener. Aber selbst wenn wir jetzt 50 Grad an der Luft hätten, würde das nicht ansatzweise ausreichen, irgendein Wald oder ein Baum oder Laub zum Brennen zu bringen, 50 Grad. Alle Waldbrände, die du erlebst, sind von Menschen verursacht, die Zigaretten wegschmeißen oder sich in Brand stecken. Von sich aus entzündet sich kein Wald anhand von Sonnenwärme. Aber das ist das, was zurzeit überall in den Nachrichten sind. Wir müssen das jetzt nicht mehr machen, weil es so heiß ist. Du hast es gegeben, ich klage nicht die an, die du dir ausdenkst, die du anklagst, vielleicht als Lügen oder als Weltretter. Ich klage nur an alle einzigen an dich. Ich erwarte von dir, dass du begreifst, was das ist, was du siehst. Das sind deine Informationen, was die Ursache ist, ist dein Glaube. Genau. Dein Programm, dein Schlimmer. Das war jetzt der sechste, letzte Satz, Udo. Und das ist jetzt wirklich. Jetzt gehen wir mal raus, ein bisschen an die Liste. Komm da weg, du hast. Wo ist mein Walzen? Ich bedanke mich für das Ende. Danke. Das wäre es noch. Ja, alles. Stell dir vor, du hättest dich in dem Alter gewusst. Oh ja. Oh, my God.
Loslassen, lange nicht so eine Sache. Mach immer wieder, wenn ich jetzt die Ruhe in meinem Zimmer gucke, immer nur Beispiele. Mindestens als Vorbild mit meinem Laden, wo ich mir aufbaue in 20 Jahren, wo wirklich, wenn meine Frau kommt, ich habe das komplett hergekriegt. Alles. Bis auf die letzte Konsequenz komplett einfach hergekriegt. Mich vollkommen auf Null gesetzt, 1996. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mach mit mir, was du willst. Fordert ein Wille geschehen. Und dann sage ich zu ihnen, wir müssen uns deswegen nicht trennen. Ich habe keine einzige Sekunde, meinen Kopf zu zerbrechen, wenn ich an Geld komme, ich habe überhaupt nichts mehr. Ich habe gar nichts. Seit 2000, weil es ist ja braucht ja Zeit, bis ich die Dinge auflösen in der Laden. Dass ich immer zu meiner Frau sage, ich habe halt kein Konto, gar nichts, die Wohnung, alles, ich habe nichts. Gut, ich lebe von meiner Frau, sagen dann viele. Das ist sekundär, das kann man sehen, wie man will. Ich sage, ich lebe von dem, der mich jeden Morgen wach werden lässt. Und da du ich bist, wirst du das irgendwann einmal verstehen, in dieser Form von Roden, ich höre CH. Du kannst dir nicht raussuchen, wenn du wach wirst. Lass das bitte auf dich wirken. Das heißt, immer jetzt. Du kommst jetzt, legst im Bett und in dem Moment, wo dieses Ich bin wach, denk mir nicht einmal, ist einfach nur dieses Gefühl da, ist im selben Moment im Hintergrund dein ganzes Leben, wo du meinst, wo du gelebt hast, auf der Datei. Und natürlich noch unendlich mehrere andere Sachen. Und dann weißt du, das erzähle ich seit 30 Jahren, du weißt in dem Moment noch nicht einmal, was hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Das ist nur das Gefühl, ich bin wach und dann öffnest du Blick auf den Wecker. Dann eignest du dich schon ein. Und wann das passiert, in Bezug auf die Zeit, die du siehst, wenn du die Augen aufmachst, oder ob es hell oder dunkel ist, kannst du dir nicht raussuchen. Du kannst aber wissen, wann es passiert, nämlich jetzt. Es passiert hundertprozentig jetzt, in diesem Jetzt. Und gespielt dazu, du hast nicht die geringste Chance, dir rauszusuchen, wenn du einschläfst. Du gehst ins Bett, du bist rein, machst die Augen zu, dann grübelst du, aber wann schläfst du ein? Jetzt. Das heißt, du wirst eingeschalten und hast keinen Einfluss drauf, jetzt, und du wirst jetzt wieder ausgeschalten. Und zwischen diesen beiden jetzt ist jetzt, springend laufend, jetzt, diese Umformung der Gehlebe auf. Einfacher kann ich es nicht ausdrücken, das ist verstehbar, wenn man es verstehen will. Und wenn du mir sagst, wo du morgens herkommst, sage ich dir, wo du abends hingehst. Doch. Nicht. Doch. Das ist das komplette Holo-Feeling in einfach. Und du bist ewig. Hör auf, vor irgendwas Angst zu haben. Vor allem, dass du meinst, du könntest irgendwas verlieren. Da kann ich tausendmal sagen, es ist ja nur was da, wenn du dir was ausdenkst, aber das ist nicht da außen, sondern jetzt haben wir wieder diese zwei Seiten, innerhalb, außerhalb. Es ist in der Mitte. Es entspringt aus einem Punkt, wo alles ist, das ist all, entspringt was in dich hinein als Information. Kamera obscura, der Punkt in der Kamera obscura. Ja, wenn das verstanden ist, dann spielst du einfach deine Rolle weiter. Du spielst deine Rolle, absolut. Ich sag, da mische ich mich ja gar nicht an. Wenn du Esther bist, spiel dein Esther weiter, hast du viel, dann kommt der Typ, irgendein starker Typ, der toll aussieht oder nicht, dann ist man verliebt, dann ist man nicht verliebt. Dann kommt eine volle Breitheit in ein biologisches Programm, dass du vielleicht Mutter werden willst. Oder das ist so tief drin. Gut, lass es laufen, aber unabhängig davon deines jetzigen Alters kannst du hier, das Bewusstsein bleibt immer gleich. Das ist, wo ich sage, bei Isu habe ich so oft gesagt, Isu, du wirst trotzdem wieder besseren Wissens, die ganzen Fehler wirst du trotzdem, da hört man nicht drauf. Du kannst nicht, auch wenn ich dir das sage, hör auf, vor was Angst zu haben oder mich über was aufzuregen. Mein Zungenbiesen Beispiel. Das Nachäffen der Menschen, wenn man jetzt, ob man rockt, die sind alle maskiert. Habe ich immer wieder gesagt, ob wir im Wacken sind oder ob du in einer Esoterik-Messe oder ein Klassikkonzert gehst, schau einfach, wir gehen nach Wacken, wir gehen in ein Klassikkonzert, wir gehen in eine Techno-Disco oder wir gehen in eine Oper und dann schau dir
Gib mir nur ein Foto von den Leuten im Zuschauerraum und ich sag dir, wo, welche Menschen, was die sich anhören. Wie innen so außen. Ich kritisiere nicht, ich beschreibe. Es ist eine wertfreie Beschreibung. Aber alles spielt sich nur in deinem Kopf ab. Du wirst jetzt wach, du wirst meinen, der Sinn des Lebens ist was ganz was anderes, wie hier geistlos Sachen zu konsumieren. All der ganze Kack. Es ist eine riesengroße Fehler auf der Sackgasse. Und dass du was verlieren könntest, nochmal, es ist alles in dir drin und es taucht in dir auf. Und du kannst aus dem Internet nichts herausholen, sondern bloß, du kannst bloß das zurückholen, was du dir vorher ausgedacht hast. Es kommt aus dir und es fällt wieder in dich rein mit dem nächsten Gedanken. Und das gilt jetzt nicht nur für das, was du denkst, da kannst du es ja sofort überprüfen, sondern auch für das auf der VA-Brille. Haben wir gerade gemacht, Brüllert. Dass das auch für die VA-Brille gilt. Zack, 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 bild, bild, bild. Und bewegen von A nach B tut sich da überhaupt nichts. Das ist die allergrößte Falle. Das hat noch keiner verstanden. Und ich werde ja auch sagen, wieso? Weil Menschen, die du dir ausdenkst, nur das wissen können, was du glaubst, dass die wissen. Und wenn du dir jetzt einen Physiker ausdenkst, der weiß ja viel mehr wie ich. Und der weiß das ja, wie das funktioniert. Ich bin mir zu blöd dazu. Da musst du dir klar sein, dass du dir einen Gescheiten ausdenkst. Und zu dem Gescheiten gehört der Depp und du sagst, das bin ich. Aber du bist weder noch ein Depp, sondern der, der sich diese Welle ausdenkt. Und dann werde ich nie einer von den Brüsseln hier verstehen. Sondern der, der einzige, der du bist. Und das ist wirklich nur einer. Das ist der vom Bücherregal, der jetzt sein Programm durchschauen muss. Das ist der Sinn des Lebens. Und du durchschaust es, indem du den Film einfach laufen lässt. Und da was du wirklich meinst, du misst dich Holofeeling ja mal nicht. Ich denke mir dabei, jede Kleinigkeit, wo in dir auftaucht, in deinem ganz persönlichen Leben. Und das ist natürlich, das kann ich jetzt, wenn du die Reife hast, wie ich sage, wo mit mir zusammen ist, von morgens bis abends, dann wirst du merken, dass die Welt Wunderwelt ist, dass da wirklich keine Zufälle gibt. Ja, und dann wollen alle mit dem Udo zusammen sein. Soll das Wetterfall sein? Du bist eh im Meer. Ach, man achte auf meine Wehorte. Du bist im Meer mit mir zusammen. Weil du ich bist. Also mach dir keine Gedanken, uns wird nichts passieren. Und alles, was wir dann ausdenken, selbst wenn wir es wiederholen. Irgendwann einmal werde ich durchschaut sein, dann holen wir was Neues aus uns raus. Abenteuer leben. Genau. Und da ist der Punkt ist, dass man halt immer wieder auf den Leim geht und dann soll ich es nachessen. Aber ich jetzt, das ist kein Vorwurf. Ich kritisiere das mit meiner eigenen Schöpfung oder meinem Führerscheinprüfungsbogen. Wenn ich wiederhole nochmal jetzt, ob das Gendern ist. Homosexuell, ich habe keine Feindbilder, das sucht sich ja keiner raus. Was jetzt abgeht, auch mit dem ganzen Zeug, das ist so ein riesengroßer Fehler. Das Ganze, ob das diese unendliche Zunahme an Dreckwind und Quer der Menschen, weil man von klein auf so sagt, du musst kein Mädchen mehr sein oder das, wenn ich mir vorstelle, das habe ich aus der Zeitung heraus, dass er Julian Reichelt 50.000 Euro Strafe von einem deutschen Gericht angedroht bekommen hat, weil er bei einem behauptet hat, dass er biologischer Mann ist und der den anzeigt hat, weil er gesagt hat, das ist ein biologischer Mann. Wenn er das nochmal sagt, muss er 50.000 Euro Strafe zahlen. Da muss doch kann man sich wieder aufregen. Und es ist das Hauptproblem, dass jeder Mensch in deinem Traum, der demonstriert, was in dem Wand ist, der meint, er wüsste, was richtig ist und schön ist. Ich habe hier bei den alten Almenerhausen, sind ja einige da, die vor 20 Jahren schon in Almener waren. Hier, mein verrückter Sohn. Habe ich damals das Zungenbierchen Beispiel gebracht. Zu einem Zeitpunkt, wo ganz, ganz wenige haben sich ein Nasenbierchen machen lassen oder Zungenbierchen. Ganz wenige. Aber das war damals schon bekannt. Und da habe ich mein Zungenbierchen Beispiel, gehe ich mal davon aus, ihr kennt es alle, habe ich dieses Beispiel gebracht. Dass also hier die Tochter, die kommt und sagt, ich will mal Zungenbierchen mit Zungen in der Dusche stechen lassen. Und du bist spießiger Vater und sagst, nee, das kriegst du nicht. Dann wirst du wirst die Kleine nicht erreichen mit Logik, wenn die das will, will die das. Danke. Meine Freundinnen in meiner Klasse, alle haben Tattoos und alle haben Piercings. Ich will. Ich will dazugehören. In der absoluten Geistlosigkeit. Kinder halt. Du wirst sie nicht erreichen, weder verbietest du ihr das, dann hast du Ärger mit ihr oder du lässt es zu. Logisch erklären, dass das keinen Sinn macht, was du nicht schaffen. Weil die Alten ja eh alle verkalkt sind.
Die wissen ja eh nichts. Bei der Zeltsituation Jesus, die haben ja keine Ahnung gehabt. Wir wissen ja jetzt, die Jungen, die sind in der jüngsten Zeit. Und jetzt sage ich, jetzt drehen wir das rum. Und ich sage, jetzt stell du dir eine Welt vor, wo kein Mensch ein Zungenbissen oder sowas hat. Und die Tochter kommt heim und du sagst jetzt, was auf, dass ich in mir fahren, wo ich mit Laster Eisen durch die Zunge schießen wie beim Bullen. Ein Nasenring. Wie die darauf reagiert, wissen Sie das wirklich? Es ist ein Abpassungsprozess. Alles, was du zurzeit in den Medien ausgedachterweise an Menschen siehst, die du gepflastert sind mit der Dusch bis zum Entgegen nicht mehr mit Piercings, ist genau das Phänomen, ein Anpassen von Programmen an andere Programme. Mit einer eigenen Meinung hat es nichts zu tun. Wieso ich jetzt das nochmal erzählt habe, absolut das Gleiche passiert zurzeit in dem Genderwahn. Das heißt, diese extreme Flut von Transen und Schwulen und Dreckwins, die wir haben, ist dasselbe Phänomen, weil jetzt wird angefangen nachzuessen. Es gibt selbstverständlich homosexuelle Lesben, die von Geburt an so sind, weil es auf ihrem Urprogramm drauf ist, die nicht nachessen. Ich weiß, wovon ich spreche, bei mir mal mein Erich in meinem Laden, der hatte 17 Jahre bei mir im Laden Prokurator, der war von klein auf früh, der hat gelitten wie eine Sau, weil das zu einer Zeit war, wo das noch böse war. Man kennt auch einige aus Geschichtsmärchenbüchern, Alan Turing zum Beispiel, Turing-Maschine, Enigma. Das war zu einer Zeit hier, der war hochgradig schwul. Jeder kennt ihn als Mathematiker und ein Typ, das sowieso. Aber das war zu einer Zeit, wo in England noch Gefängnis gestanden ist auf Schwulsein. Und da gehst du durch die Hölle, glaub es mir. Ich sage immer wieder, oft habe ich das erzählt, mein Erich hatte Migräne. Ich wüsste in den 17 Jahren, wo der bei mir gearbeitet ist, nicht eine allereinzige Woche, wo er nicht aufs Klo gegangen ist und hat vor Kopfschmerzen und Migräne gekotzt. War verheiratet, zwei wundervolle Kinder, wo er stolz ist. Und er sagt, Udo, ich bin im tiefsten Inneren schwul. Also danach, in der Zeit überhaupt nicht. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt immer, ich habe das oft erzählt, wenn du hetero bist, ich rede nicht von richtig und verkehrt, und du musst als hetero, als voller hetero, mit einem Mann rummachen, eigentlich ist das total, das will ich mir nicht einmal vorstellen, mach mein Programm. Mein Erich sagt, für mich mit einer Frau ins Bett zu gehen, ist ein Igel, das ich fast kosten könnte. Und er verheiratet, hat zwei Kinder gezeugt. Auf die ist er ganz stolz, auch wunderbar erzogen, aber es war für ihn jedes Mal ein Akt, da kommt die Migräne her. Migräne ist übrigens in der Psychologie ist verdrängte Sexualität. Und irgendwann einmal hat er sich geoutet und ich habe mich auch geoutet. Und ich habe immer gesagt, ehrlich habe ich zu denen die ganze Zeit immer wieder gesagt, da war nie das Thema, dass er schwul ist. Der hat dann nichts Fluchtliches. Das ist so, ist ein Satz, mein Erich war voll männlich und er hatte Schluchten und Dunkel, konnte er überhaupt nicht ab. Er hat einmal zu mir gesagt, Udo, weißt du, wieso, dass ich schwul bin? Weil ich auf Männer stehe und nicht auf Dunkel. Das ist die große Problematik. Und dann hat er sich geoutet und das war dann das erste Mal ein Befreiungsschlag. Das war zu seiner Zeit, aber das wird jetzt zu weit. Das ist, du gehst durch die Hölle. Oder unser Siegfried, wo ist der Helga? Ja. Unser Siegfried derselbe, dieses Notruf, wo er mich dann anruft, sagte hier, und das ist doch Sünde, er im Vatikan arbeitend. Ich sage, was für ein Blödsinn. Er ist ein Krieg, er hat hier Theologie studiert, im Vatikan gearbeitet. Hebräisch, Griechisch ist die normale Muttersprache. Ich sage, aber ich stehe doch im Neuen Testament. Das Problem, er konnte Altgriechisch und Hebräisch. Aber so wie du es eben lernst, wie man dir selbst, wenn du jetzt ein Hebräer bist, so wie bei dir, wenn ich jetzt sage, du weißt ja auch, was Fakten sind, glaubst du zumindest, oder ästhetisch. Oder Mathematik. Was bedeutet Mathematik? Rechnen. Stimmt nicht. Und genau so hat er auch Griechisch. Aber da steht doch, dass das schlecht ist. Ich sage, zeig mal, lass uns mal in ein Wörterbuch gehen, was da wirklich drinsteht. Oh. Wir sind alle Schwätzer, verlangt es von Menschen. Du musst wissen, was du bist. Und dazu brauche ich keinen Intellekt. Schau, jetzt kriege ich von allen Seiten, bis ich jetzt wieder ja, du hast doch noch die Verabschiedungstour vor dir. Das geht auch nicht so einfach. Ehrlich? Ja, weil morgen kommst du nicht mehr. Ist auch kein Abschlussessen, das ist heute jetzt. Das siehst du, das wäre das Sachen hat, ne? Das ist wie es so ist. So ungefähr. Ohne Badiga geht's nicht. Komm. Was wollt ihr jetzt gehen oder was? Das ja, wollen wir jetzt sammeln, so erst langsam warm kriegen. Mein Kaffee dafür aber schon trinken, oder? Du bist schon 13 Uhr, du bist schon wieder 4 Stunden dabei oder so. Nein,
die Sache ist, dass ich auch hier schaut, ich wiederhole wieder Sachen, die erst draußen selbst besprechen darf sind. Und es geht nicht anders. Und so, ich hört euch die ersten zwei Nummern an, das ist ganz kompakt, alles drauf. Und wenn du meinst, das habe ich doch schon 10-mal gehört, dann hast du schon wieder Ausdruckkarte. Weil das würde, wenn es in dir auftaucht, hast du es noch nicht verstanden. Das ist es. Wenn ich sage, wenn der Udo, wenn du jetzt schaust und es taut sich auf, dann hast du es nicht verstanden. Ich habe gestern hier mit dem Lutz reingesteckt, gestern in unseren Chat vor zwei Tagen, wo er sagt, das ist eine Stelle. 10 Sekunden, die habe ich 10-mal hintereinander gehört und was in den 10 Sekunden, der Udo sagt in einem Selbstgespräch, ist in 100 anderen Selbstgesprächen draus und plötzlich macht es. Und dann ist es verstanden. Aber nicht nur, dass es dialogisch erscheint, dann ändert sich ganz gewaltig was in deinem Leben aufgrund deiner Reaktionen, weil du deinen Fokus veränderst. Sachen, wo du jetzt immer noch resonierst, weil du dich aufregst oder freust, tauchen plötzlich nochmal auf. Und dann macht es wieder Angst. Es gibt keinen Grund zur Angst. Es ist das Neue. Es ist wie wenn ich sage, wir tun die DVD raus und hauen einen neuen Film rein. Und sobald du einen neuen Film laufen, hast du vom alten überhaupt nichts mehr über. Und wenn du meinst, der jetzige Film, dein jetziges Leben, wäre es schon. Der Weisheit letzter Schluss, egal wer du jetzt zu sein glaubst, dann bist du wirklich noch wahrlich ein Volldepp. Du hast überhaupt keine Vorstellung, was da in dir noch für Filme, für Rollen drin sind, die du mit deiner Logik nicht einmal im kühnsten Träumen vorstellen kannst, so wie ich sich meinetwegen ein 4 Wochen altes Baby vorstellen kann, was es erlebt, wenn es in die Schule kommt. Und der in die Schule kommt, konntest du dir als 7- oder 6-Jährige vorstellen, was du jetzt erlebst? Und genauso ist es, wenn du wieder älter bist, wenn man jetzt hier die Morgen und zwei nimmer. Was sie erlebt hat, sie lächelt, wenn sie jetzt an zurückdenkt, was hast du erlebt, wie das alt was mit dir ist. Schau ihr Gesicht an. Und das lassen wir uns doch offen, das ist doch spannend, das muss doch keine Angst machen. Aber richtig heftig wird es dann vom Säugling bis zum Kreis, wenn das durch ist und dann springen wir in einen vollkommen neuen Film. Und glaub mich, weißt du, du warst noch eine Zeit dort. Ich hab noch ein paar Pluspunkte, die kann ich abgeben. So nicht. So langsam fangen wir an. Und zu verabschieden, also. Gibt es Geistes. Ihr wisst, ne? Ja. Ich immer so machen. Du weißt, wenn ich immer so mache, ne? Kennst du das? Sag ich jetzt mal was. Jetzt kriegst du Insiderwissen. Einige wissen das. Einige habe ich das so verraten. Siehst du das? Schulter. Meine Frau weiß, wie beim einem Mann sehr schmerzhaft schlägt, ohne dass es irgendwelche Zeichen gibt oder was. Die hat doch ihre Möglichkeiten. Ja. Oh, jetzt setz ich dich wieder hin. Was spielen wir denn jetzt hier für Theater? Oh, ich bring bloß noch mal einen Kaffee aus. Ja. Ich muss mir schicken, ja, nicht. Danke für den Stuhl. Ich weiß ja nicht, wo er hingehört. Aber ich denke, ja. Nicht hetzt. Ja. Die warten auf dich. Glaubst du mir? Ich war nicht ohne dich. Genau. So. Danke, Udo. Ja, Leute, das macht man so. Ja, ja, machen so. Wir lieben das. Ich muss mal eben sehen, wir haben noch ihre Wurst trinken. Nummer ist so. Ja. Ciao. Bis gleich. Ja, ich glaube, das ist doch leer. Wir haben gerade sein Ding. Soll ich noch was mitnehmen? Ja. Das ist doch auch nur. Das bleibt.
Nein, das war ganz. Ja, leider. Ja, das ist ein Essen. Wenn wir jetzt